Hallo, ihr Lieben. Ja, irgendwie aus vielen aktuellen Gründen wollte ich kurz ein Video machen über Angst, weil unser kollektives Bewusstsein, das ist ja absolut angstgesteuert. Und wenn wir uns als Teil dieses kollektiven Bewusstseins sehen, dann, ja, dann sind wir diesen Angst Vibes, diesen Angstschwingungen, dieser Angstenergie ausgesetzt. Ich tue das jetzt ganz kurz noch in einem Beitrag teilen. In der Gruppe. Genau. Moment schnell. So. Oh, und zwar, es ist wirklich so, so wichtig, dass wir uns bewusst sind, auf was für eine Energie wir uns einschwingen, die da außen auf uns einbrettert, oder? Wir sind ja alle Energien, wir sind energetische Wesen und wir leben in diesem energetischen Bewusstsein unseres Umfelds, unseres Kollektivbewusstseins und dort herrscht nun mal pure Angst. Wir leben in einer Gesellschaft, die versucht, Schaden zu vermeiden, indem sie Schaden oder sucht, um sie nachher um sie zu vermeiden. Und wenn ihr euch das mal bewusst macht, was hier passiert, oder? Unsere energetischen Fühler, die energetischen Fühler unserer Gesellschaft sind auf potenzielle Probleme, auf potenzielle Krankheiten, auf potenzielle Rückschläge, auf potenzielle Hindernisse sind wir programmiert. Wir laufen so durch die Gegend. Oh, wo könnte was passieren? Wo könnte was Schlimmes sein? Wo könnten wir irgendetwas tun, um vorzubeugen? Leute, es gibt kein Vorbeugen. Es gibt auch kein Verhindern, weil in dem Moment, in dem du etwas suchst, was du verhindern möchtest, ist deine Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Und du kannst es nicht verhindern, sondern du ziehst es an. All diese Geschichten, Krebsvorsorge, gegen G5, gegen das, gegen das, gegen das, all diese Sachen, wo man, kommt Leute, wir gehen zusammen dagegen vor, wir gehen zusammen gegen diese Probleme und lasst uns verbünden und Kampagnen und so weiter und so fort. Ich sag's euch, so geht's nicht. Wir müssen lernen, ins Vertrauen zu kommen. Wir müssen lernen, uns mit dem zu verbinden, was wir wirklich sind. Und wir müssen uns lernen, mit dieser höheren Energie, dieser Liebesenergie, dieser Vertrauensenergie, dem Feld, dem Universum, das nur das Beste will und das aus unendlichen Ressourcen schöpft, wenn wir uns damit verbinden. Aber womit bist du verbunden, wenn du immer Angst hast, wenn du Angst hast um deinen Job, wenn du Angst hast um dein Leben, wenn du Angst hast um deine Familie? Womit bist du verbunden? Bitte macht euch das immer bewusst. Wenn ihr merkt, oh mein Gott, wie soll ich, wie soll ich, wie soll ich, geht aus diesem Gefühl raus, geht aus dieser Schwingung raus, aus diesem Problembewusstsein, aus diesem Problemsuchen, aus dem sich mit dem Problem verbinden. Egal in welche Beziehung, ob es um Gesundheit, Familie, Job oder um was es auch geht. Es ist immer die Lösung da. Es ist immer das Gute da. Wir müssen es nicht sehen, aber wir müssen uns damit verbinden. Und solange wir unsere Energie mit diesen Problemen, die die Leute uns immer wieder auf dem Silbertablett präsentieren, verbinden, dann haben wir ein Problem. Und wir müssen aus dem Problembewusstsein rausgehen und einfach im Vertrauen sein und sagen, die Grundschwingung, die Grundidee unseres Lebens ist, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Wir müssen nicht immer suchen, oh mein Gott, oh Zahnweh, oh mein Gott, oh Herzstechen. Was geht in euch vor, wenn ihr sowas spürt? Ihr müsst es realisieren und dann wissen, oh mein Gott, womit verbinde ich mich denn?
ist es denn wirklich zuträglich oder verbinde ich mich denn lieber mit dem, was ich möchte? So wichtig, Leute, immer wieder den ganzen Tag, wir sind ausgeliefert, wir sind bombardiert von Zeitungen, von Freunden, die sagen, hey, los, wir müssen gegen 5G sein, das schadet unsere Gesundheit und so weiter und so fort. Und Leute, ich bin nicht der Meinung, dass das was bringt. Es wird keine schädlichen Sachen mehr geben, wenn wir ins kollektive Bewusstsein Vertrauen und Liebe reinschenken und unsere Fühler nicht darin ausfahren auf all diese Problematik. Geht in ein problemlösungsorientiertes Gefühl, geht in ein Vertrauen, öffnet euer Wissen über das Universum, wie es funktioniert. Wir leben in einem unbegrenzten, unendlichen Universum der unendlichen Möglichkeiten und wir können uns raussuchen, ob wir uns mit dem Problem oder mit der Lösung verbinden. Und je mehr Menschen dieses lösungsbewusste Leben führen, dieses vertraute Leben, desto weniger können wir dazu, tragen wir dazu bei, dass es mehr wird. Jeder Einzelne von uns muss rausgehen und sagen, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Es gibt für jede Krankheit eine Heilung. Und die Heilung ist in mir drin, als allererstes das Gefühl des Heil- und Ganzseins, das Gefühl des Versorgtseins, des Sicherseins. Egal von was du heilen musst, von Angst im Job, von Angst in der Umwelt, was auch immer. Es ist so, so wichtig, dass wir die Leuchttürme sind, die da rausgehen und sagen, Leute, es gibt nicht so viel Angst zu haben. Die Angst macht dieses Leben zu diesem ängstlichen Leben. Wir brauchen keine Angst haben, dass es zu wenig gibt. Wir brauchen keine Angst haben, dass sich unsere Umwelt nicht mehr erholen kann. Aber wir müssen aufhören, dieses Zeug da reinzufüttern, diese ängstliche Energie und diese Überzeugung der Beschränktheit. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn sich jeder für sich selber persönlich übernimmt, dann fühlen wir uns wieder sicher und geborgen. Dann hat auch keiner mehr Zugriff auf uns, der sagt, ja, es ist Mangelware und du musst schnell sein, damit du dabei bist. Nein, du musst nur in der richtigen Schwingung sein. Du musst nur in der richtigen Energie sein, mit deinen richtigen Gedanken, mit deinen richtigen Überzeugungen. Und schon bist du überall da dabei, wo du ein energetischer Match bist. Und wenn du ein energetischer Mensch bist, zu was du nicht möchtest, dann musst du dich ändern. Aber es gibt keine Mangelware. Es gibt keinen Mangel. Es gibt von nichts zu wenig. Es gibt nicht zu wenig Jobs. Es gibt nicht zu wenig Geld. Es gibt nicht zu wenig Gesundheit. Du bist einfach nur nicht dort, wo die Gesundheit ist. Du bist nicht dort, wo der Job ist. Du bist einfach nicht dort, wo du sein möchtest. Und du musst dorthin gehen, zuerst, wo du sein möchtest. Du musst die Person sein, die du sein möchtest, diese Persönlichkeit, die du sein möchtest. Und dann bist du dort. Und dann gibt es keinen Mangel. Dann bist du dort. Dann ist es für alle da. Jeder kann dort sein. Aber wenn wir immer glauben, ja, Mangel und zu wenig und wir werden dadurch manipuliert von der Gesellschaft und du musst schnell sein und du musst der Erste sein und du musst stauchen und drücken und du musst kommen und du musst deine Ellenbogen, damit du alles bekommst. Du hast alles. Wenn du energetisch mit dem Allem verbunden bist, hast du alles. Das ist das Einzige, was dich trennt. Das Einzige, was dich trennt. Nicht irgendeine Mangellüge oder irgendeine Idee, dass zu wenig da sei und dass du schneller sein musst und dass du härter sein musst und Bedingung, Bedingung, Bedingung. Alles ist da. Bist du da? Wenn du da bist, ist alles da. Also, sei da. Geh dorthin, wo alles ist. Das ist echt, ich werde fast schon wütend, wenn ich immer wieder diese Panikmacherei erlebe und auch mit Menschen zu tun habe, die mir sagen, ja, aber wenn du das und das machst, pam, ich muss gar nichts machen. Ich kann alles haben, weil ich es will. Kommt in diese Schwingung. Glaubt einfach dran, das Leben spült euch alles, 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 alles bedingungslos her, wenn ihr dort seid. Geht einfach nur dorthin und schon habt ihr alles.
Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ihr habt alles. Es fehlt euch nichts. Ihr könnt alles haben. Es gibt niemanden, der euch das erlauben darf oder nicht. Ihr entscheidet. Allein jeder für sich. Entscheidet sich für das, was er haben will. Cool, oder? Freiheit pur. Bye, bye.